fm4orf.at/podcast. FM 4. Mitternachtseinlage. Projekt X. Ladies and gentlemen, we proudly present Projekt X. The Heterodyne High Quality Sound Recreation Explosion. For your personal diffusion process. Psychological power pressing mission assassination. Wie heißen die? Linguini? Linguini Stratoli. Linguini Stratoli? Gavonde. Linguini Stratoli. Gavonde. Schmeckt nämlich sehr gut. Was ist da drinnen? Pomodori Secchi, Grana Padana. Mhm. Also man kann es auch mit Parmesan machen, aber Grana Padana ist wahrscheinlich günstiger. Was ist denn da der Unterschied genau? Es kommt beides aus der Gegend von Parma. Mhm. Und die einen Kühe werden ausschließlich mit Heu gefüttert und die anderen dürfen alles fressen. Ah, Parma ist eine Gegend? Mhm. Das habe ich gar nicht gewusst. Zum Beispiel Parma, Bourbon, berühmte Adelige auch, die es von dort gibt, die gibt es aber nicht mehr so viele. Und die kann man auch essen? Ja, darum gibt es nur mehr wenige. Und von denen die kommen die Bourbonen, der Bourbon? Genau. Der Whisky, den und, du und trinkst? Und die Bourbon-Wille, Vanille. Hm? Vanille. Verstehe. Und Parma, und Parma-Schinken kommt auch von dort. Aber da merkt man es am Namen dann auch gleich. Ne? Ja. Und Parmesan ist eh logisch. Was, Parmesan ist logisch? Ja, logisch ist der Parmesan, weil der Parma drinnen ist im Wort auch. Ach so, der zum Reiben auch. Mhm. Mhm. Gibt es aber auch in großen, also nicht nur gerieben. Wie war es in der Arbeit heute? Danke, war in Ordnung. Also relativ viel Stress. Weil wir haben gerade ein neues Projekt. Aber und der Müller ist ja noch immer krank? Ja, krank, er tut halt so. Also glaubst du? Ich glaube schon. Ich glaub, dass es ein Drückeberger ist. Mhm. Und wie war es bei dir? Fahrt. Was hast du denn gemacht? Naja, ich musste bis 12 war ich in der Firma am Nachmittag ein bisschen was einkaufen. Mhm. Fällt da nichts auf an mir? Neue Frisur? Mhm. Cool. Würde mich halt auch freuen, wenn du das mal von selber siehst. Ich hab's ja gesehen von selber. Du hast nur gefragt, ob mir so aufgefallen ist. Ich immer schon gedacht, dass. Also, mir ist wirklich was aufgefallen. Ist nicht viel, aber die Mischen da. Siehst du die Mischen? Mir ist wirklich was aufgefallen, aber ich habe nicht gewusst, gleich was. Ich habe mir gedacht, dass du vielleicht besonders schön geschminkt bist oder dass du gerade die Haare gefallen hast. Oder? Weißt du, dass ich mich kaum schmink? Außerdem von der Seite, da hätte alles auch die Sonne sein können, vom Fenster. Aber gefällt dir die Mische oder die Ja, ist lieber. So sommerlich ein bisschen. Mhm. Schaust jünger aus. Aber ich war wieder bei der Ilse. Mhm. Weißt du, wen ich meine? Nein. Die Ilse? Die vom... Vom Hubert? Genau, weil die arbeitet dort. Aha, und macht dann besser Preis auch, gell? Ja, ja. Naja, sagen wir mal, keine Ahnung. Statt 40 Euro habe ich halt 30 zahlen oder so. Immerhin, bitte, ja, 10 Euro. Das sind 130 Schilling. Ey, das ist schon ein Wahnsinn, gell? Schon, das ist alles teurer geworden, sicher. Ja. Wie ist bei der Ilse, wie sind die beim, ich suche auch eigentlich einen neuen, weil bei mir der redet immer so viel, das ist ein Wahnsinn, ich halte das nicht aus beim Friseur dauernd, bla 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 und dann redet er dauernd über Sachen, wo er glaubt, dass mich die interessieren, dabei sind sie mir vollkommen wurscht und wie sind die Ilse da bei sowas? Naja, natürlich rede ich viel mit der Ilse, das aber halt eher Frauensachen, ich weiß nicht, wie sie ist mit Männern, ich erkenne es euch ja nicht so. Mhm. Darf ich noch was haben? Ja, hast du aber ja schon ordentlich gegessen heute, hm? Glaubst du nicht, das schon reicht? Ein Kompott gibt es nachher auch noch als Nachspeise. Ich meine, ein bisschen was hätte ich gern noch. Na gut. Findest du mich dick? Nein, finde ich nicht. Ich finde es einfach, du hast halt nicht so eine Kate Moss-Figur, sondern wenn Strich in der Landschaft bist du halt eine Frau. Sehr gut. Magst du wieder mal Badminton spielen gehen? Wieso Badminton? Wieso nicht, weil wir das schon gemacht haben. Ah, Federball meinst du? Ja? Du magst nicht gehen, gell? Deswegen stellst du dich so. Ich stelle mich überhaupt nicht. Na, sicher stellst du dich. Was tropft denn da so? Was heißt das? Ist das bei uns?
Das kommt aus dem Klo. Gäh. Yeah. So weiß ich nicht. Kühlschrank irgendwas. Wieso soll der Kühlschrank tropfen? Ich, ist auch Wasser drinnen. Ich muss eh aufs Klo. Ja, dann schaue ich gleich einmal nach, gut? Okay. Ja? Warte mal. Joachim? Mhm. Das rinnt. Ja, hast du runterlassen? Nein, ich habe gar nicht runterlassen. Das rinnt die ganze Zeit. Ich war noch gar nicht im Klo. Das, was? Das rinnt aus dem Spülkasten ja, runter. Ich schau mal. Kannst du mal anschauen? Ja. Siehst du das? Siehst du, dass das rinnt? Ja, Mist, ja. Ich sehe es gerade. Soll man den Installateur anrufen? Ja, das kann ich ja selber auch. Warte, ich schau mal. Magst du es selber anschauen? Ja, ich probier mal. Ja, da musst du den Deckel runtergeben. Ja, das ist ja... Das ist aber ein Schmerz. Was ist das für ein Schatz? Wir hatten den gekauft eigentlich. Den Spülkasten, der war schon da in der Wohnung. Volles Plastikklump. Schau, wenn du da anrest, dann hast du das Ganze in der Hand. Naja, was willst du machen? Du, rufen wir ihn an. Vielleicht kommt noch wer, okay? Ja. Ich meine, wie spät haben wir das jetzt? Naja, heute wird niemand mehr kommen, gell? Naja, probieren wir es halt. Ja. Schau mal nach, es gibt so 24-Stunden-Service auch. Kostet halt mehr, ne? Ja, entschuldige, dann lassen wir es über die Nacht noch durchrinnen und, und soll morgen wer kommen, oder? Das ist besser. Ja, ist besser. Meinst du nicht? Okay, dann soll morgen wer kommen. Okay. Ich räume den Geschirrspüler ein. Bitte. FM4. Kling, kling. Grüß Gott. Tag. Guten Tag. Sie sind da Installateure? Richtig. Alles klar. Angenommen, einem Steinwindner. Marek, grüße. Ja, es. Kommen Sie weiter. Es ist halt. So, wo haben wir denn das Corpus Delicti? Achso, die Toilette ist da, bitte. Licht ist außen rechts. Und was ist das Problem? Achso, dachte ich am Telefon. Okay, nein, es ist. Nein, die Chefin hat mir, ich habe sozusagen, so. Ich bin auch gefunkt worden. Na, schauen Sie, wenn Sie da reinschauen, da rennt das, wenn man, ist nicht immer, aber manchmal rennt das Wasser einfach weiter. Wir haben bei der Spülung. Ja, da sehen Sie, das rennt einfach in den Muschel weiter von der Spülung. Aber ja, das rennt. Ja, das, ich habe mal gedacht, dass es das rennt. Das ist gleich. Aber das rennt immer. Innen. Nicht immer, manchmal halt. Und nein, nicht immer, innen. Das rennt innen. Naja, gut. Wer hat denn da schon den Deckel runtergegeben? Das war ich. Ich wollte nachschauen, aber da dachte ich, Guten Morgen, Sie sind schon da, sind Sie der Installateur? Ja, grüß Gott. Steinweber. Marek, freut mich. Grüß. Naja, morgen, Schatz. Eine Frau haben einen guten Schlaf. Jetzt bin durchs Läuten bin ich aufgewacht. Na, unser einer ist schon länger. Sind schon der dritte Kunde heute für mich, wissen Sie? Sind Sie schon wieder müde, ne? Für mich war jetzt eigentlich schon Zeit für ein Gabelfrühstück. Wissen Sie? Es ist unten ist eh ein Anker, oder? Auf der Ecke drüben ist der Mann. Ja. Vielleicht haben Sie zufällig ein Bier im Haus. Hast du noch ein Bier? Ja, müssten wir schon haben. Ja, holst du eins. Gemüse, ja. Du Joachim, könntest du runtergehen und irgendwas Süßes holen? Bitte. Ja, okay. Warte, ich hole eins. Ja. Bitte sehr. Stiegel, okay, hoffe, das passt. Das ist leer. Was magst du das? Krapfen oder irgendwas? Ja, ein Krapfen. Okay. Vielleicht mag der Herr auch was. Kann ich was mitnehmen? Ja, es war halt nicht das leer, wenn so ein ganz grobes Frühstück. Was da wischen? Wurstsemmel oder was? Ja, bei Wurstsemmeln, aber was da wischen? Ich bin nicht haglich. Okay. Aber was Salziges, nichts Süßes? Ja, nein, das passt mir nicht zum Bier, der Krapfen. Der Krapfen oder so. Ja, okay, aber die YouTuber ist selber. Ja, weißt du, was super wäre? Eine Topfengalatsche. Topfengalatsche mit Pfirsich oder ohne? Mit Pfirsich. Okay, gut. Pussy. Ja. Naja. Und können Sie was machen? Naja, schauen Sie, das rennt Ihnen, ne?
Das, ja, ich habe es gestern gemerkt, wir haben Abend gegessen und dann hat der Joachim noch gesagt, irgendwas tropft, er hört irgendwas tropfen. Hm. Und dann wollte ich eigentlich so und so aufs Klo gehen und dann habe ich gesehen, dass das eigentlich durchrinnt. Und ja, dann hat er halt diese Abdeckung, ist die jetzt runtergebrochen oder was auch immer? Oder nein, das hab nicht, ich weiß nicht, waren Sie das oder hat Ihr Mann das gemacht? Das war er. Na, er hat gesagt, er schaut sich das mal selber an. Weil ich habe ja gesagt, holen wir einen Professionisten, weil, ja, weil das kann man ja heutzutage jetzt nicht nur selber wird machen. Mit den ganzen Elektronik-Zeug und Chips. Naja, da ist in dem, was Sie da haben, ist nicht für das gar keine Elektronik drin. Ich sage Ihnen, wie Sie es nicht fahren. Aber es ist oft so, dass beim Abnehmer von der Deckplatten wird oft eine Feder gebrochen und dann kann man es, dann hält es nicht mehr gescheit, der Deckel. Ne? Dann liegt er zwar oben, aber ist nicht fest arretiert. Das könnte sein. So. Wollen Sie einen Kaffee vielleicht? Nein, das ist sehr lieb, aber ich habe jetzt das Bier und Ihr Garten bringt die Wurstzimmer vielleicht später, sehr gern, sage ich nicht nein. Sage ich ganz ehrlich, ein guter Kaffee. Weil ich habe machen Sie einen guten? Ja, schon. Also haben Sie einen Filter oder einen Espresso? Nein, Espresso. Nein, super. Das wird, also da habe ich geklickt, das wird mehr und mehr in die Haushalte. Ja. Ist es. Und ja, also für mich ist ein guter Kaffee, Espresso schon gehört dazu für einen guten Tag. Ne? Ich bin ja dreimal in der Woche, arbeite ich in einem Büro und dort gibt es nur so einen Automatenkaffee. Also wissen Sie, da hat man 50 Cent rein und da kommt der Kaffee. Das ist so grauslich. Ja, das ist nur so ein Pulverzeug, nicht? Ja. Nein, das heißt nichts, finde ich auch. Da das ist für Sie auch, Sie sind ja angewiesen darauf, dort, je nachdem, wo Sie sind. Ich bin, sozusagen bin ich wirklich angewiesen auf die verschiedenen Leute, was die jetzt für einen Kaffee machen. Ne? Und das ist dann oft gar nicht so einfach, wenn man sich denkt, bitte, was ist denn das für ein Geschloder? man will nicht unfreundlich sein, wenn man kriegt einen Kaffee, aber das ist oft gar nicht so angenehm. Ne? Aber wenn Sie sagen, Sie haben eine Espresso-Maschine, da sage ich, da kann nicht viel daneben gehen. Ne? Warte mal, ich rufe nur kurz den Joachim an, wo er bleibt. Haben Sie mein Handy wo gesehen? Nein, wo haben Sie es? Nein, da ist es. Sonst hätte ich es anrufen können. Schatzi, wo bist denn du? Wir warten jetzt schon auf dich. Ich bin da. Okay. Wie lange? Ist so viel los unten oder ja, ist nein, es nein, so ich habe nur lange warten müssen. Es waren fünf Leute von mir dran. Verstehe. Kommst du jetzt schon rauf? Nein, ich bin gleich dran. Warte, ich muss jetzt. Ich muss aufhören, ich bin gleich dran. Für mich kannst du zu dem Topfen mit Marille, kannst du für mich noch dazu. Doch den Krapfen bitte. Marille, okay, der Topf vielleicht schon Krapfe. Gut, warte. Ja, bitte einmal. Ciao, Papa. Schatzi! Es hat aufgelegt. Na, aber da haben sie ja mehr ganz schön ihren Garten, nicht? Wieso? Naja, ich meine, ist schon sehr lieb von ihm, dass er ihn so. Na, soll ich im Schlafmantel runtergehen? Naja. Ich meine, ist ja auch nichts, oder? Das mag er auch nicht, wenn ich. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, das war das sollten sie wirklich nicht machen, weil das hätte eine zu arge Wirkung auf die Männer. Wenn ich Ihnen das so sagen darf. Naja, gut, ja. Das weiß ich nicht. Nein, ich sage Ihnen das. Na gut. Können Sie mir glauben. Sie kommen eh zurecht hier oder brauchen Sie irgendwas? Ich weiß nicht, ob ich. Ich komme jetzt gleich dran und überlege, ob ich. Dann bringt es nicht, wenn ich jetzt anfange. Hallo, Joachim, hallo. Machen wir mal das Gabelfrühstück. Bussi, danke. Gut, bitte. Also, einmal, da haben wir. Ich habe Ihnen mitgebracht einmal eine Schinken-Käse-Semmel. Sehr gut. Und dann einmal ein Schinken mit Gurkel und ein Krapf und eine Kolatsche. Und sehr so lieb. Ich habe mir Salzstangen mitgenommen. Wieso hast du jetzt nicht die Marille genommen? Das habe ich doch eh. Da, schau. Und da ist doch keine Marille drauf. Oh, ihr müsst aufmachen. Ach so, ja. Entschuldige. Bist so? Immer gleich schimpfen. Nein, entschuldige, Joachim. Magst du einen Kaffee, Schatz? Na, danke. Ich esse lieber was Salziges. Jetzt ist es schon so spät. Wollt ihr noch zum Trinken? Nein, ich bin. Okay. Ist alles besser. Nur. Darf ich noch was machen, wenn ich noch diese Hälfte von meiner Schinken-Käsesemme ginge, Salzstangl? Da schon, jetzt habe ich einen Gust, jetzt habe ich 10 gekriegt auf das Salzstangl. Das schaut wirklich echt gut aus. Na gut, sagen wir halb, ja, geht schon bitte. Ja, die mit Gurkel oder was? Ja, die mit Gurkel, ja, bitte. Schauen Sie her. Passt schon. Das ist wirklich leer. Bumm, das hat nicht wirklich, mir ist jetzt das Wasser im Mund zusammengerungen. Ja? Na, da muss man halt oft, wenn der Körper sagt, dann ist es. Was haben Sie denn unten an
Wenn man Anker. Ein Anker. Ja. Also dieser Anker überhaupt? Ja, das unten ist, na klar, ich du warst beim nicht. Anker, steht ja drauf am Sackerl. Ah, du ja. warst beim Anker und drüben auf der anderen Straßenseite, wenn man, was weiß ich, zwei Block weiter geht, ist ein Mann. Wir haben eigentlich eh alles. Ja, also, werden immer, die kleinen, die so kleine Bäcker gibt es gar nicht mehr. Ne? Es gibt eigentlich nur noch die Ketten. Ja, und die Bäckerinnen eigentlich. Also ich habe da nur Frauen drin können, ja. Pudel. Naja, es gibt, wenn man in die Seitengasse reingeht, gibt es noch diesen alten Bäcker. Weißt du, wo die alte Frau war, die meistens leider auch alte Sachen. Das ist, wir wollten die nämlich unterstützen, ja, aber irgendwie hat es uns dann auch doch nicht geschmeckt. Alte Bäckerin hat alte Sachen, ne? Naja. Sozusagen, ne? Naja. Offensichtlich. Kann man, ja. Und wie lange wohnen schon da, wenn ich fragen darf? Na, wir haben uns die Wohnung gemeinsam gesucht, da waren wir ein Jahr zusammen. Das war jetzt, wo wir zwei, drei Vierteljahre, wo wir da gekommen, oder? Wie lang sind wir jetzt da schon? Dauert einmal zwei Jahre, oder was? Mhm. Und, ja. Das Häusl war schon, haben Sie neu gemacht oder ist schon übernommen? Das haben wir neu gemacht, ja. Also das haben wir haben die ganzen Nassräume haben wir machen lassen. Ja, die Fliesen, aber da, die Toilette, die Klomuschel und der Spülkasten, der war schon da. Ja, ich denke mir gerade, das muss ja, schaut mir eigentlich noch im älteren Semester aus, ne? Das dürfen Sie nicht ausgeben mit den, okay, ja, das haben wir gedacht. Na, glauben Sie, kriegen Sie das hin oder muss man das alles neu machen? Ich meine, Joachim, weißt du, weil du gestern so angerissen hast, ist der Spülkasten wahrscheinlich kaputt. Ja, schauen Sie, da haben sie wahrscheinlich schon ein bisschen mit Kraft gearbeitet. Ne? Ja, weil es nicht aufgegangen ist. Ja. Ja, das ist da so, schauen Sie, wenn ich das zeigen darf, das ist da. Oder ja, wenn Sie mal fertig essen, ich will nicht nur mal fertig essen. Ja, ist noch mal fertig. Das ist gut, die Topfengalatsche, Schatzi. Danke. So lustig. Wir sagen so oft zugleich Danke. Das passiert uns immer wieder, da muss ich immer lachen. Das ist schön, wissen Sie, das passiert gar nicht. Das passiert nicht mehr viel zwischen Mann und Frau. Das ist ein gutes Zeichen. Danke gesagt? Na, gleichzeitig, das ach so, ist, ja. ist lieb. Ja, wir sind eigentlich, wir haben uns das eigentlich schon auf die Fahnen geheftet, dass wir sagen, dass ein freundlicher Ton zwischen uns herrscht. Ja. Weil ich hasse nichts mehr, als wenn man wo ist, wo Pärchen so schier miteinander umgehen. Also, ja. Ich meine, normalerweise ist ja eher immer in der Arbeit. Vormittag, wie ist das bei, Steinlechner. Herr Steinlechner, kennen Sie selber eitern? Sind Sie Freiberufler? Nein, ich bin an sich angestellt, aber ich habe eine relativ freie Zeit. Ich arbeite im Außendienst, da kann ich es mir einteilen. Aha. Also ich bin jetzt auf Termin eigentlich. Ne? Also, ach so! Eigentlich sollte er eh, aber ich habe gesagt, er muss da dabei sein, weil er kennt sich mit den Technischen besser aus. Weil dann sagen Sie irgendwas, was man besorgen muss oder was auch immer. Naja, schauen Sie, so schwierig ist ja das nicht bei einem. Es ist eher ein bisschen ein Problem, Sie merken eh, dass er verstimmt ist. Naja. Gell, Schatzi? Ein bisschen. Naja, den... Na, verstimmt kommt man das nicht vor, wenn einer der Mann runtergeht und das Frühstück bringt, das ist da. Wenn er so ist, wenn er verstimmt ist, möchte ich ihn ja gar nicht erleben, wenn er gut aufgelegt ist. Ne? Na, er ist super, er ist ein Haseputzi. Aber nein, das haben wir uns auch so eingeteilt, weil ich mache die Wäsche und wir haben so ein halbe. Und wenn Sie im Außendienst sind, haben Sie dann, können Sie das Firmenauto privat verwenden? Ne? Ja, also das ist ein Teil, das ist ein Firmenauto, aber es ist ein Teil von meinem Gehalt auch. Also das ist so gedacht, dass ich es privat verwenden kann und beruflich. Ja, na so ist es sehr oft. Was fahren Sie? Ich habe einen VW, so ein, wie heißt der geschwind, so einen Touran. Ach so. Er interessiert sich überhaupt nicht für Autos, interessiere ich mich. Ist mir okay. Weißt ich meine, ein VW Touran ist vernünftig. Ja, ist ein vernünftiger Wagen. Ja. Gibt sicher viele Argumente, warum man den ist fährt. Relativ klein aus und innen aber eben irrsinnig viel Platz drin. Ne? Ja. Aber wir wollen uns jetzt ist kein Auto für einen Mann. Was ist ein Auto für einen Mann dann? Naja. Lamborghini, oder? Naja, Lamborghini. Schauen Sie, was weißt du? Frau Steinlechner, da reden Sie von anderen Welten. Steinmüller. Ja. Ach so. Aber
Und ihr Mann heißt ständig, ne? Nein, er ist auch ständig. Ach so, Entschuldigung. Ja. Ich bin entschuldigen, ich weiß ja nicht einmal, wie die Kunde heißt. Ist ja kein Problem. Steinmüller. nein, aber Lamborghini, also, das darf ich natürlich sicher nicht nachsagen, aber es ist halt, es ist in einer anderen Welt, wie gesagt, da habe ich noch nicht einmal eine Tocht. Nein, es ist, was haben Sie für Auto? Ein Opel. Das ist ein Herrenauto? Na, wenn Sie noch richtig herrichten, schon. Das ist jetzt nicht ein 0815 Opel, sondern wenn Sie den sehen, werden Sie wissen. Was haben Sie da gemacht? Naja, gut, was habe ich da gemacht? Das ist eine lange Geschichte sozusagen. Naja, der hat einmal 36 Zoll Raffen. So fängt es einmal an. Der hat, Bolchen, der hat Vintage-Bolchen aufgezogen. Jetzt muss ich. Was ist das Vintage? Nein, Vintage ist an sich ist ein englischer Geheim. Also nicht Geheimfirma, aber ist am Kontinent fast nicht bekannt. Produziert eigentlich nur für den Rennsport. Und die Bolschen sind so gut wie unbezahlbar, aber ich habe sozusagen Gebrauchte gekriegt, weil ich mal auf einem Rennen war und die hätten die da gehabt und die habe ich mir, also ich habe immer um Erlaubnis fragen dürfen, wie die haben dürfen. Und sind die nicht dann gefährlich? Wenn sie schon na, gefährlich. Na, im Sommer, als Sommerraffen sind sie slick. Natürlich bei Regen, ja, ist nicht so gut, aber ich schaue, dass ich bei Regen gar nicht vor, weil ich habe so viel Kraft in den Wagen. Da treibt es mir aus jeder Kurve, wenn ich normal fahre. Also ich fahre lieber sportlich, das muss ich halt dazu sagen. Also da solltest du nicht einsteigen in das Auto. Ja, nein, da bin ich feig. Naja, man kann, ja, ganz normal kann man nicht fahren, aber ich habe mir halt auch gemeinsam mit dem Buben, muss ich sagen, der tut gern das, der hat so gern Musik und ihr Sohn, Anlagen. Mein Sohn. Mhm. Und das ist ein bisschen, muss ich sagen, das ist ein bisschen ein Spielzeug für uns beide. Da habe ich was davon, er hat noch nicht den Führerschein, aber er macht das mit der Stereoanlage und das ganze Spaß, der hat irgendwie viel Boxen drin und so. Das ist unglaublich. Man, für meine Musik, was ich mache, ist das nicht so wichtig, aber es ist irgendwie eine Beschäftigung, wo wir beide eine Freude damit haben. Und na, er ist jetzt 16 und wenn er mal einen Schein macht in 2 Jahren, ja, dann kann er natürlich auch mal fahren. Nein, ist wirklich schön. Ein schönes, dunkles Violett. Du, Schatzi, wenn wir mal Kinder haben, kriegen sie auch unser Auto, gell? Aber dann haben wir wahrscheinlich den gar nicht mehr. Ich spitze überhaupt auf ein anderes Auto, muss ich ehrlich sagen. Diese Chevrolet, also wenn einmal Kinder kommen, ich möchte mindestens 4 Kinder haben und da brauchen wir dann eh so einen 7-Sitzer. 6 oder 7-Sitzer, gell? 4 Kinder? Ja, ist 2 Buben, 2 Mädchen. Wow. Na bumm. Na schauen wir mal. Steinmüller. 4 Kinder. Steinhagen. Das ist ja... Was sagen Sie dazu? Ich meine, das ist ja heutzutage alles nicht so ganz einfach. 4 Kinder. Ja, fangen wir mal mit einem an und dann reden wir weiter. Ja, alles. Wenn wir dann noch reden können. Schritt für Schritt, ne? Ich glaube, das ist so viel Arbeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Kinder? Ja. Nein, ich weiß auch nicht. Aber die schreien da auch noch scheißen überall hin. Apropos, vielleicht sollten wir uns jetzt doch dann nochmal das Klo anschauen, genau. Oder? So, Dankeschön nur einmal, Herr Steinlechner, das war wirklich... Und wenn Sie was brauchen, einen Kaffee oder was auch immer, bitte rufen Sie nur. Jetzt hätte ich gerne einen Kaffee, bitte. Gerne. You're at home, baby. Und, kann man da jetzt was machen? Schauen Sie, es ist halt so, das ist das ganze, die ganze Spülung, was wir haben, das zahlt sich eigentlich nicht mehr aus. Ja, das ist ein Plastikdreck. Funktioniert. Ja, aber das hat halt, schauen Sie, das ist günstigster, billigster Kunststoff. Das ist wirklich, ja, aber das ist doch immer aus Kunststoff, oder? Ja, immer aus Kunststoff, aber der ist halt so ein besonderer Dreck. Ja, also da, jetzt hat ihr Gatte das sowieso schon ruiniert, den Verschluss, den kriegt man nicht mehr hin. Also das darf auf jeden Fall schief bleiben. Und das wird in einer... Und das wahrscheinlich, ja, ich sage einmal so, wahrscheinlich könnte man es reparieren, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir kommt vor, sie warten mit einer neuen Spülung besser drauf. Weil was mit dem ganzen Spülkasten? Ich müsste ihn, ja. Weil ich müsste ihn,
Ja, wenn ich das mache, ne, das kostet in einer 2 Stunden Arbeitszeit in jedem Fall. Dann brauche ich auch wieder ein Material. Dann müssen wir erst die Feder, was der Gatte ruiniert hat, besuchen. Und das ist gar nicht so leicht. Was kostet ein neuer Spülkasten? Schaut, das mit Arbeitszeit und alles machen? Naja, das ist jetzt die Frage, ob sie in Spülkasten irgendwo erwerben. Wo oder kriegt man gute Spülkasten? Naja, gedacht? Sagen wir so. Schaut dir alles was zum Schreiben. Ja, was magst du denn haben? Irgendein, den blauen Kugelschreiber bitte. Danke. Sagen wir so, jetzt haben wir, sie haben ein Glück, weil wir von der Firma, der Prohaska hat gerade ein Angebot. Naja, das ist meine Firma, mein Einsteller, der. Ach so. Wo ich arbeite. Und wo ist das? Oder schreibe ich mir gleich auf? Naja, ich sage ja, wenn sie das Angebot nehmen, das Package, dann ist sozusagen der Spülkasten und die Installierung schon dabei. Mhm. Ja, aber was kauft man dann alles? Na, da haben sie dann Bang & Olufsen. Mhm. Also ich sage einmal, das ist der Bang. Gut, kenne ich mich nicht aus, aber ja. Kennst du das? Bang & Olufsen kenne ich, das ist diese Hi-Fi-Firma, ne? Ja, also ich sage einmal, das ist der Bang & Olufsen unter die Spülkästen. Und wie heißt die Firma? Schrappek. Kennst du das Schrappek? Schrappek, die machen so super Spülkästen, du Das ist wirklich, das ist ein österreichisches Fabrikat. Also der Herr sagt, das ist der Bang & Olufsen. Ja, da haben sie wirklich lange frei, also das kann ich Ihnen garantieren. Es ist übrigens... Wie lange haben wir da ungefähr Freude? Na, da haben sie... Ich sage einmal, der Spülkasten wird länger in der Wohnung sein als sie. Ja, weil wenn es mit ob 3 Kinder wird es da sowieso eng und schwierig für sie, dann könnten sie ihn sogar mitnehmen. Ja, wir bauen ja in einem Jahr bauen wir Haus, bis wir zum Haus bauen. Naja, Moment. Das ist dann, naja, dann brauchen sie, Moment, aber dann brauchen sie, ich will ihnen, wissen sie, ich rede mir jetzt gegen das eigene Geschäft. Aber, wenn sie sagen, in einem Jahr bauen sie nicht, dann sage ich, brauchen sie keinen Bang & Olufsen. Dann sollte man vielleicht da probieren, das provisorisch hinzukriegen. Nur wenn sie dann nicht in einem Jahr ins Haus nehmen und sie bleiben da noch 2-3 Jahre, ist wieder schade. Ne? Mhm. Aber das kann ich natürlich nicht wissen, wie sie es machen. Naja, wir haben gesagt, in ein... Ich kann ihnen das Package... Also Schatzi, wenn wir jetzt 2 Jahre, werden wir noch da bleiben, ne? Ja, denke ich schon, hoffe ich zumindest. Ja. Wenn wir das Provisorium machen, dann ist der Deckel leicht schief. So wie er jetzt drauflegt, oder wie? Ja, mir reicht also der Deckel muss nicht das klar sein. Das ist für mich auch also okay. Beim Provisorium ist der Deckel leicht schief, ja. Mhm. Und wir haben einfach keine Garantie, dass es wirklich 2 Jahre lang hält. Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Ja. Wenn es blöd hergeht, kann das eigentlich in 2 Wochen wieder Ding und dann müssen wir die andere. Dann müssen wir die andere. Und wenn wir es mit Schäppe gemacht haben, gibt es eine Garantie drauf, oder was? Na, selbstverständlich. Aber wir können uns auch mit. 3 Jahre auf die Spülung und 5 Jahre auf den ganzen Kosten. Und die Montage auch, die ist dabei in der. In Package. Ja. Das kostet 950 Euro mit allem drum und dran. 950 Euro? Ja, aber das ist ja schon inklusive Arbeitszeit und Garantie. Das ist ziemlich viel. Ich glaube, da werden wir uns noch schön anschauen beim Hausbauen dann. Wir haben letzte Woche einen Grund gekauft. Also ein bisschen außerhalb von Wien, in der Nähe von Gensandorf. Ja, schön. Naja, in Wien ist ja ist ja gar nichts mehr leistbar, ne? Da kriegt man gar nichts mehr. Was kostet denn der Grund da draußen? Was haben wir jetzt zahlt am Quadratmeter? Genau. Es ist jetzt noch nicht ganz. Also wir haben die erste Option, sagen wir so. Wir haben es noch nicht gekauft und wir sind noch im Verhandeln. Aber. Ja, wurscht. Ich wollte damit nur sagen, wir müssen die Wohnung so verlassen, dass der Spülkasten funktioniert. Weil wenn du sagst, wenn der drinnen war, dann, weil ich habe glaubt, wir haben den eingebaut, aber wenn der drinnen war, dann müssen wir die Wohnung wieder so ja, übergeben, wie wir es übernommen haben. Einen adäquaten Ersatz, aber dann ist natürlich schade, okay, Ja, aber dann kauft man jetzt keinen Bang & Olufsen. Die Alternative ist, wir probieren es einfach, sie dürfen wir nur nicht habsen. Ja, wenn es wieder ist. Mhm. Und vielleicht, wenn sie wollen, dass ich ihnen vielleicht am Samstag komme, ja, oder nach der am Abend. Ja, ist das möglich? Und das in meiner. Und
um ihnen entgegenzukommen. Wenn sie sagen, ja, das wollen sie, wissen sie, und dann können wir... Kann man sie anrufen? Wenn sie keine Rechnung brauchen, ja, dann können wir natürlich die Umsatzsteuer auch vergessen, sind immerhin schon wieder 20%. Und der Finanzminister verdient halt einmal nicht. Ja. Der hat eh überall die Hand dabei. Der ist jetzt eh so reich verheiratet, der braucht das eh nicht. Ne? Ja, aber fesch finde ich ihn schon. Da ärgert sich mein Mann immer ein bisschen. Ja, der ist nicht, ja. Der ist schleimig. Also ich, ja. Entschuldigung, man kann sagen, was man will, ja. Ich meine, klar, also ich sag, fachlich ist das eine, aber fesch ist er. Also das ich sag, wenn man vergleichen mit Edlinger, was wir vorher gehabt haben, müssen wir schon sagen, er ist eher auf der Fashion-Seite. Ne? Ja, das schon. Der Edlinger war direkt vom Grasser? War er direkt? Mhm. Ich glaube schon eigentlich. Mhm. Ich weiß gar nicht. Ne? Wer war denn noch alle? Der Franitzky war auch mal, oder? Franitzky war einmal der Andrasch. Ne? Latziner, was ist? Der Latziner Fell. Ja, verschiedenste. Da haben sie noch die Roden gehabt, da haben sie noch drauf geschaut. Ne? Und jetzt werden wir wieder sehen, was rauskommt. Schnucki, du musst jetzt wirklich in die Arbeit, gell? Ja. Du jetzt bald einen Termin. Ich möchte nur wissen, die Rechnung jetzt für heute. Das muss ich natürlich. Wir überlegen uns das auch und wir rufen sie an. Sollen wir sie, wenn wir sie quasi am Abend oder sowas brauchen? Da geben wir eine Nummer. Handynummer. Und die Rechnung für jetzt die kriegen wir zugeschickt. Richtig, das kann ich noch nicht. Naja, klar, das haben wir ja direkt bei der Firma. Okay. Ja, super. Schnucki, dann gehst du. Gut, dann laufen wir mal, gell? Also, Wiederschauen. Tag. Bis später. Wiederschauen, ja. Herr Steinwendner. Okay, und wir dürfen uns bei Ihnen rühren. Und ich wollte jetzt nur noch eins wissen, wenn Sie jetzt zu uns kommen am Abend. Wenn man jetzt einen billigeren Spülkasten nimmt, wäre das auch möglich? Sicher, also wenn ich das mache, kennen sie ja überall, sage ich, in die großen Einrichtungshäuser, wo sie sind, oder bei IKEA oder sonst wo, können sie noch eine günstige Variante nehmen. Okay. Also ich glaube, der Olaf 2 beispielsweise. Olaf 2? Olaf 2. Was ist, wo kriegt man das? In einem Baumarkt oder so? Also dort in Olaf kriegst du beim IKEA und in einem Baumarkt kriegst du es genauso. Ne? Ja. Da können sie es aussuchen. Ja, dann rufe ich aber ganz kurz noch meinen Mann an, dass er mich abholt. Ja, dann schauen wir uns das halt gleich heute an. Du Schatz, ich finde es noch einmal, ich habe jetzt gerade einmal geredet, es gibt doch schon noch die Möglichkeit, dass wir einen billigeren aus dem Baumarkt nehmen und den lassen wir halt dann da, weil das ist ja nicht so schlimm. Und jetzt wollte ich sagen, holst du mich ab? Aber da ist dann keine Garantie, oder was? Haben wir da eine Garantie auch? Sie müssen sich die Rechnung aufheben, eine gewisse Produktgarantie ist schon, aber das rennt natürlich nicht über mich, sondern über den Baumarkt. Ja, genau. Also das, über den Baumarkt geht schon, sagt der Herr. Ja, aber wenn das nicht fachlich dann montiert ist, da rufen wir ihn an und er. Ja, aber er will ja schwarz kommen, er will ja ohne Rechnung, ne? Wie willst du denn beweisen nachher, wenn was ist, dass das ein Installateur montiert hat, wenn du keine Rechnung hast? Ja, das besprechen wir dann am Abend, würde ich sagen, oder? Du musst schon ein bisschen mitnehmen. Ja, okay. Ja, ich muss mich jetzt von dem Herrn noch verabschieden, das besprechen wir dann am Abend. Bussi! Ja, dann müssen wir noch reden, wir rufen Sie auf jeden Fall an unter der Nummer. Wie Sie wollen, Sie haben meine Nummer und wenn Sie wollen, dass ich Ihnen das mache oder... Wie auch immer. Und wenn es da das andere nehmen, sie wissen, wo sie mich erwischen. Ne? Okay. Wollen Sie noch einen Kaffee? Naja, sage ich nicht nein. Heute habe ich, Sie sind schon die dritte Kunde, was ich heute habe. Ja, gern eigentlich. FM 4. Na, wann kommt er denn? Ich weiß nicht, was hast du ausgemacht? Wie viel Uhr? Ja, 18 Uhr hat er gesagt. Er hat gesagt, er hat einen Termin bis 17 Uhr und braucht höchstens eine Stunde. Jetzt ist es auch schon 6:45. Weil ich möchte eigentlich noch ins Kino gehen heute. Ja, bitte kommen. Du magst mal anrufen und fragen, wo er bleibt. Naja, weiß ich nicht. Hast du was gegessen am Nachmittag? Naja, ich habe mich immer so Wurstzimmel mitgenommen vom Bahnhof. Magst du ein Brot oder irgendwas? Dann stelle ich was am Tisch. Ich brauche nichts, danke. Ja, okay. Brrr. Ah, da ist was. Ja, grüß Gott, kommen Sie rauf. Geht zur Tür, ja? Grüß Gott. Na, grüß Gott, kommen Sie weiter, grüß Gott. So. Joachim ist auch schon da. Ja, grüße, Herr Steinlichtner. Steinabteilung. Grüß Gott.
Das ist der Spülkasten, den wir jetzt besorgt haben vom Baumarkt. Ist der okay? Mhm, Muss ich nur schauen, ob er die gleichen bipolaren Anschlüsse hat, aber ja, nein, es dürfte gehen. Ist ja, also an und für sich ist nein, der... Also Standardmodell ist ja... Nein, das ist schon ein Pro, der hat XLR-Stecker. Ja. Aber... Also, oder? Digitalausgänge, oder? Ja. XLR und oder Change. Schauen Sie, es geht nur darum, dass das da, der Teil, was da hängt, ist verjüngt, dass man das zusammenpassen kann, aber das passt sicher. Mhm. Und was sind das für Stecker da jetzt? Da kann ich das ist, bei der Pro-Variante sind eben noch Kopfhörer dabei, damit, falls einer länger mal vielleicht, das ist ein Gag. Okay. Und ist das XLR oder Change jetzt? Das ist sozusagen... Es ist zwar schön Scooty, nur ich bin kein Elektriker nicht. Mhm. Und ich kann von dem her, das muss ich dann sowieso dann ein Elektriker anschließen. Alles klar. Nein, ja, zumindest das ist für die Heizung, ja. Vielleicht kann ich es noch machen, offiziell nicht. Na gut. Dann schauen wir mal, wir lassen sie in Ruhe werken, weil wir wollen noch ins Kino gehen und da nein, das wollen sind, sie gar das nicht ist, das ist. Sind für mich ein paar Handgriffe, sage ich. Ja, okay, super. Na fein. Okay. Na dann können wir heute noch ins Kino gehen. Ja, magst du mal? Ich bin ein bisschen K.O. ehrlich gesagt. Oh ja, okay. Du hast mir versprochen. Kann man sich auf DVD anschauen? Was magst du denn anschauen im Kino? Den neuen mit der Sigourney Weaver. Nicht mit Borat? Das ist sicher auch total lustig. Borat, was ist das? Sein Schulenfilm. Das mag ich nicht. Der lustig soll es angeblich sein. Nein, das interessiert mich nicht. Sigourney Weaver, wer ist das überhaupt? Ja, ja, weißt du, der hat auch gespielt in die Fremde kommt zurück und das alte Haus. Das ist so ein Dreiteil und das ist der dritte Teil von der Trilogie. Ja, ich habe die ersten beiden nicht gesehen, dann komme ich überhaupt nicht mit. Ja, sicher hast du die ersten beiden gesehen, dann waren wir doch gemeinsam. Ja, da habe ich geschlafen. Der zweite Teil war, den haben wir vor 2 Jahren gesehen und jetzt ist eben der dritte Teil draußen. Da kannst du noch erinnern, warum es gegangen ist? Das ist diese Familiengeschichte und wo sie ist die Großmutter und man im Rückblick sieht man, was sozusagen seit ihrer Kindheit passiert ist und jetzt kommt der letzte Teil, wo sie den Arzt kennengelernt hat und dann in das große Haus ziehen in Australien. Ja, bitte, wir machen, was du willst, bitte. Ja. Ich war gerade fertig, aber entschuldigen Sie mich, ich muss eh gleich aufs Klo. Sie wissen ja, wo sie ist. Ja. Ist recht. Ich hoffe, das dauert nicht länger als... Naja. Was hofft er? Es dauert nicht länger? Ja, ich weiß nicht. Der ist ein bisschen komisch. Na, ich finde ihn an und für sich ganz nett, aber... Was, der geht jetzt gleich selber aufs Klo, oder was? Ist nicht umständlich, ist er, finde ich. Aber der geht jetzt... Mal, hast du das gehört? Oh Gott, tut der da groß... Schlechtig. Was ist der jetzt gar hier auf unserem Klo? Ja. Und riechst das? Das glaube ich aber jetzt nicht. Du deppert das Fett. Du machst Fenster auf. Das kann ich nicht glauben. Ich geh das Fenster aufmachen. Ja, bitte. Herr Werner? Ja? Ist alles in Ordnung? Wenn ihr ehrlich seid, auf eine Frau nicht ganz. Ich muss was Schlechtes gegessen haben. Ah. Na gut. Tja, deine Art erst. Aber ich bin's gleich. Ist okay. Ich sperre mich an, wirklich. Das muss. Du. Ja? Ich war halt bei einem Würstelstandl. Ich fürchte die Burenwurst. War nicht mehr für... Ist okay, kein Problem. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ja, es tut mir leid, aber so ausgerammt hat es mich selten. Bis es normal habe ich eher so kleine Würsteln. Das sind richtige Krämpfe. Und das ist mir wie ein Wasserfall. Soll man einen Arzt rufen? Okay. Ist nicht notwendig. Brauchen Sie was zum Lesen?
Na. Ich bin's. Es ist eh rechts vor Ihnen. Ich müsste Zeitungsständer sein. Da ist ein IKEA-Katalog drinnen. Das ist ganz lustig. Mir ist jetzt nicht zum Lesen, wissen Sie? Das sind solche Krämpfe. Mir rinnt richtig der Dreck aufs. Das war jetzt wirklich, das hat jetzt richtig weh da. Geht's wieder besser? Jetzt ist wirklich, jetzt... Das Schlimmste ist vorüber, glaube ich. Boah. Na, das war wirklich ungewöhnlich. Das war nicht gewöhnlich. Boah. Ich tu nur noch ausputzen, dann bin ich's gleich. Boah. Ich scheiß mich auch. Das habe ich. Jetzt weiß ich, woher das kommt. Scheiß mich auch. Das habe ich wirklich. Na, sowas habe ich noch nicht erlebt. Wirklich. Ich habe normalerweise einen ganz regelmäßigen Stuhl gehe in der Früh. Das hat sich jetzt wirklich ausgewunden. Schatz, kannst du. Oder von der Farbe her. Haben Sie das Fenster hier aufgemacht im Klo? Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, nein, das habe ich... Warten Sie, ich mache ihn auf, Moment. Nein, das macht... Joachim, geht ja, mal, nein, machen Sie es ruhig, das weißt du. Ich mach schon. Bist du deppert? Also sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist ein Wahnsinn. Das ist eine Frechheit. Ja. Nein, ich habe es nicht offen, okay. Tut mir leid, entschuldigen. Ja. Und geht die Spülung jetzt? Ja, na, die geht super. Ja? Also das muss ich wirklich sagen, das war gleich eine super Einweihung und Taufe. Die geht Busse. Also da ist, ich weil es so viel war, ist nicht auf einmal gegangen. Jetzt habe ich mit dem Besen, was da haben, ein bisschen nachgeholfen. Dort sind also jetzt. Ja, hören Sie. Dort sind wahrscheinlich, dort müssen wir mal nachschauen, dort sind noch ein paar Breckern drauf. Aber sonst. Ja. Aber da gehe ich noch einen, tust du nochmal spülen. Wissen Sie, dann geht der Dreck halt. Ich halte ihn im Besen nochmal einen, dann geht der Dreck auch runter. Danke. Vielleicht, Schatz, magst du aber schauen Sie es einmal an. Schauen Sie es einmal, wie ich das gemacht habe. Weil wir wollen ins Kino gehen. Und wir, na, schauen Sie nach vorher an, wie ich das gemacht habe. Ich glaub's schon, ich muss jetzt nicht reinfunken. Ja, aber Sie können nicht vorher ins Kino gehen und nehmen es da noch und zahlen mir die ganze Zeit. Das können Sie aber machen. Ich bin gerade ein bisschen komisch im Kopf. Ich bleibe beim Fenster, beim offenen. Mhm. Naja, aber irgendwer muss man ja auch nehmen. Oder soll ich? Kannst du ein Foto machen vielleicht? Na, Foto. Mach einfach die Tür auf und sie schauen rein. Na, lass zurück zu, es passt schon. Beschreiben Sie es mal einfach, wie es ausschaut. Naja, es schaut ganz normal aus, wenn Sie gegen sehen, aber normalerweise lasse ich meine Arbeit, weil ich ordentlich arbeite, gerne ohne immer. Lass mir das gerne ausschauen. Ja. Nein, wir schauen es uns dann später an und wir rühren uns bei Ihnen. Ich glaube, ich mag eh nicht mehr ins Kino gehen. Mir ist jetzt ein bisschen schlecht. Ja, ich fühle mich auch nicht ganz. Oder ist das nur von gestern, was wir gemeinsam gegessen haben? Das kann ja nicht sein, nein, oder? Nein, haben Sie von den Broten? Nein, das passt eigentlich. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Und die Farbe. Wirklich schier, so schierige schwarze Teifen waren das. Na, ich glaube, ja, wie auch immer, wir machen uns einen gemütlichen Abend. Spatz, ich muss halt nicht ins Kino gehen. Ja, wirklich. Ja, okay, machen wir einen Schlaf- und Kuschelabend. Gut? Okay, machen wir so. Ja. Na gut, danke auf jeden Fall. Okay, und Geschenk. Na, das passt Busse. Ja, jetzt. Passt das so? Geldmäßig? 40 Euro haben Sie gesagt, oder? Na, mit wem haben Sie das? Der Joachim hat gesagt, Sie haben gesagt, 40 Euro macht das aus. Ich hab nichts gesagt. Aber ihr habt doch telefoniert? Na, du hast den angerufen. Du was hast mir. Nein, weil die Stunde, sozusagen die offizielle Stunde ist 100 plus Boost. Ja. Ja, also 120. So, und wir kennen es, also da vergessen wir mal die Umsatzsteuer. Ne? Aber Sie waren ja nicht einmal eine Stunde da. Ja, aber eine Stunde muss ich dann mindestens verrechnen. Aha. Und wenn ich die Fahrzeit separat nehme, machen wir es lieber. Okay. Machen wir lieber rund. Ja. Und dafür haben sie aber auch, sage ich wann das. Ja. Rufen sie mir einfach an und das ist bitte dabei bei dem Preis. Bitte. Okay, danke. Ich bin K.O., ich leg mich hin jetzt. Ja. Wiedersehen. Wiederschauen. Ja. Ist der deppert? Ich glaube schon ein bisschen. Ist der völlig deppert? So frech. Wie kommst du auf den Trottel? Und du hast ihn angerufen. Ich habe ihn angerufen, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Schlaf gut. Träum süß.
von den Saalgurken. FM4 ORF AT/Podcast.